Hallo Leute, es geht weiter mit The Night of the Rabbit und ich habe wieder einen Tipp bekommen. Und zwar solle ich doch einfach mal hier ausprobieren und deswegen bin ich jetzt von dem Ludwig Gräber wieder hier ins Rathaus. Hat seine Wirkung nicht verfehlt. Ins Rathaus zurückgegangen. Und zwar könnte ich doch vielleicht und mit dem Konsortium. Fuchslist. Ja, nun sabbel mir nicht rein, Alter. Mit dem Fuchslist-Zauber soll ich hier eventuell weiterkommen können. Vielleicht kann ich ihn ja betrügen, weil er will ja Alkohol. Oder es ist zumindest mein Verdacht, dass wir ihn damit bescheißen können. Es ist nur die Frage. Hat seine Wirkung nicht verfehlt. Einfach direkt auf ihn? Ach, das macht er sogar. Ich rieche finanziellen Handlungsspielraum. Klar, ich bin so reich. Als ausgebildeter Klempner verdient man nicht schlecht. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Absolut. Du willst Zarow sehen. Wie die anderen. Genau. Dann bist du sicher bereit, einen Vertrag zu unterzeichnen, der mir erlaubt, mit deinem Hab und Gut zu spekulieren. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zarow. Klar, wo soll ich unterschreiben? Draußen warten 20 Baumläufer. Du bist umstellt. Hab doch keine Lust, mit dir zu reden. Tschüss. Was ist denn? Was sagt er denn, wenn man sagt, draußen warten welche? Draußen warten 20 Baumläufer. Du bist umstellt. Ihr könnt mir nichts beweisen. Ich warte. Ich glaube dir nicht. Ich bin noch ganz klar im Kopf. Na gut, dann wo soll ich unterschreiben? Klar, wo soll ich unterschreiben? Ausgezeichnet. Deine Klempnerei gehört mir. Muss ich nicht irgendwo unterschreiben? Es genügt dein Wort. Beim Squamatanz, das läuft ja wie am Schnürchen. Was für eine eklige Zunge. Und jetzt? Wo ist Zarow? Du bist noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zarow sehen. Seine Rache ist unser Triumph. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Sie müssen. Jetzt habe ich ihn irgendwie so ein bisschen getrickst, aber es hat noch nicht ausgereicht. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Besser nicht. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Nein. Ja, ich probiere hier gerade rum, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich ihn dazu bringe, in die Gefängnisflasche zu gehen. Er denkt jetzt, er hat wieder gewonnen. Aber so, ne? Ich probiere das jetzt nochmal. Das habe ich schon gemacht. Okay. Was wollt ihr denn dann noch? Nichts. Schade. Ja. Es hat ja auch nur damals geklappt, wo er total verzweifelt und traurig war. Hier, zeigt ihm die doch mal. Keine Experimente? Okay, gut. Entschuldigung. Juckpulver, komm, juck dich mal. Nein. Warum denn nicht? Das wäre doch sehr cool. Das braucht. Weck ihn doch mal auf. Keine besondere das braucht. Wenn er jedem Pfeffer geben würde, ob die dann wohl aufwachen würden? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht überlisten können jetzt mit dem. Also klar habe ich ihn zwar überlisten können, aber nicht so weit, dass ich ihn jetzt hätte fangen können. Tja, es ist nicht so einfach.
überlege, was ich hier noch machen könnte. Du willst an mir vorbei? Niemals. Es sei denn, du gibst mir eine Eintrittskarte für den großen Zarow. Ich habe keine. Dann verschwinde. So, da bin ich wieder. Entschuldigt einmal bitte kurz den Cut. Meine Katze ist gerade an ein Wasser, an einer Wasserstelle gegangen, wo sie gerade kein Wasser trinken sollte. Und das wollte ich hier ganz schnell wegnehmen. Und irgendwie bin ich hier, weil ich hier alles schnell hingeworfen habe, auf irgendwelche Tassen gekommen. Und dann ist alles hier Fraps abgestürzt und bla bla. Ist ja auch egal. Jedenfalls muss ich jetzt echt überlegen, wie ich das jetzt hier schaffen kann. Die sind genauso blau wie Blausaft. Wer hätte das gedacht? Ob das wohl auch nochmal eine Hilfe ist, so, ja, um jemanden zu veräppeln, dass es Blaubeeren sind vielleicht? Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst Zarow sehen, wie die anderen. Immer noch, ja. Der Bann scheint bei ihm langsamer zu wirken. Das soll mich nicht stören. Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag unterzeichnen. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zarow. Ja klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich will noch einen Vertrag. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Ich wusste es. Diese Hinterhältigen. Warte, ich glaube dir nicht. Ich bin noch ganz klar im Kopf. Klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich will noch einen Vertrag. Ausgezeichnet. Deine Wertpapiere gehören jetzt auch mir. Ach so, ich soll ihn dazu bringen, dass er einfach immer mehr trinkt und trinkt, glaube ich. Und jetzt? Du bist noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zarow sehen. Ich glaube auch. Ja, dann spreche ich ihn nochmal das dritte Mal an und irgendwann wird er wohl... Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst Zarow sehen, wie die anderen. Immer noch, ja. Der Bann scheint bei ihm langsamer zu wirken. Das soll mich nicht stören. Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag unterzeichnen. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen... Er schwankt schon voll. Schon voll die Blasen über ihm. Alle guten Dinge sind drei. Noch ein Vertrag, aber der Kurs für Eichelnüsse ist gerade abgestürzt. Ich mach das einfach immer. Der Kurs für Eicheln und Nüsse ist gerade abgestürzt. Das alles hier war für die Katz? Ich... Oh, mir ist schwindelig. Meine Brüder werden mich auslachen. Alles wertlos. Wir werden auffliegen. Die wollen bestimmt alle Rückabwicklungen. Rette sich, wer kann. Scheint, als sei ihm sein Schaumwein zu Kopf gestiegen. Ach, nicht schlecht. Sieht fast aus, als hätte er sich gehäutet. Nein, er ist einfach nur hier drin. Der komische Typ steckt in der Rüstung. Aber wie kriege ich ihn da raus? Kann ich jetzt nicht direkt anwenden, ne? Besser nicht. Schade. Wie kriege ich ihn denn da raus? Nein. Nichts. Nee. Ach, ich kann ihn bestimmt zum Jucken bringen oder so. Mal sehen, ob das klappt. Oh, wie fies. Das juckt. Da ist er ja schon.
hat Spaß gemacht. Ja, jetzt aber schnell hinterher, würde ich sagen. Dem Kostüm kann ich nichts mehr anfangen, oder? Jonathan, lass mich einfach vorbei hier. Wo ist die Eidechse denn jetzt abgeblieben? Die ist doch hier rausgelaufen. Ist er denn noch hier und ich sehe ihn nur nicht, oder? Da oben. Kann der mich sehen? Der kann mich sehen. Verflucht. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Rein gar nichts. Nein. Tja, wie kriege ich das jetzt hin? Wie wär's mit etwas frischem, kaltem Wasser? Wasser? Du guter Junge. Wer muss denn ganze Welten um ihren Besitz prellen, um glücklich zu werden? Wenn doch ein Schluck Wasser aus der Hand eines Geschäftspartners wie dir. Nein, eines Freundes. Nicht mehr erlaubt als jeder Vertragsabschluss es könnte. Na dann. Ich habe die Eidechse eingefangen. Endlich. Wird einem ja ganz schwindelig von dem Gerede. Ja, das ist ja mal cool. Jetzt haben wir ja schon zwei Eidechsen gefangen. Fehlt nur noch die bei Ludwig Gräber. Aber ob ich das noch hinbekomme? Ach, ich weiß ja nicht, wie ich das machen soll. Wer zuletzt lacht, hab ich dich. Na gut. Aber die sind noch nicht deswegen aus ihrem Bann gelöst, oder? Nur weil der jetzt hier weg ist und so? Leider nein. Ein Tisch? Nein, das wollte ich doch jetzt nicht machen. Sieht fast aus, als hätte er sich gehäutet. Kostüm. Kann ich damit aber nichts mehr machen? Nein, das... Sieht fast... Nee. Ich weiß nicht, ob ich damit noch was machen kann mit dem Kostüm. Würde mir jetzt aber auch nicht... Also, ich wüsste nicht, wozu. Vielleicht, wenn man es später noch braucht, kann ich ja immer noch hierher kommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu dem letzten zurück. Ja... Was für eine Show. Und ich. Ich. In der ersten Reihe. Es klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zauberwiese. Ja, es dauert ja wie immer so lange. Im Flaschenstand noch was? Das sind viele Flaschen. Ich würde ja die Eintrittskarte nehmen, aber die will er nicht anfassen. Kann ich die mit dem Klebding einfach nehmen? Da muss kein klebriger Sirup drauf. Nee, aber du könntest sie so aufheben und dann könntest du sie jemandem geben. So, als Idee. Nein. Gut, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Gibt es den Plato überhaupt noch? Kann man den überhaupt noch rufen? Ich habe keine Ahnung. Sonst müssen wir halt zu Fuß da lang gehen. Ach, ich glaube, das geht ja eh ganz schnell. Der Sumpf ist ja hier direkt um die Ecke. So.
Das ist nämlich die letzte Echse. Und das kann ja auch nicht so schwer sein, den zu fangen, wenn da oben... Der ist doch immer abgelenkt. Da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Nein. Und auf den auch einfach nochmal Fuchslistzauber? Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Und ihn? Ich glaube, hier wird kein... Ich glaube... Endlich, Sarah. Können Sie mir auch die Zukunft voraussagen? Können Sie auch... Ja, das hatte ich das überhaupt schon gemacht? Können Sie mir auch die Zukunft voraussagen? Das macht einen Laubtaler. Kann ich auch später zahlen? Mit 20% Zinsen kannst du bei mir einen Glückskredit beziehen. Pro Jahr? Pro Tag. Du sitzt sowieso gleich in einer Flasche. Wie? Nichts. Kredit klingt gut. Ausgezeichnet. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Dunkle Wolken ziehen über dir auf. Hätte ich ja wissen können. Das Unglück folgt dir. Ja, ja, ist ja gut. Glück bleibt dir fremd. Der ist wohl erstmal mit sich selbst beschäftigt. Glücklich wirst du nicht. Nein, nein. Es ist deine Schuld. Er ist mit sich selbst beschäftigt. Aber du wirst nichts dagegen tun können. Es wird nie wieder... Eine Flasche brauche ich nicht zum glücklich sein. Jetzt habe ich ihn rausgerissen. Schade. Das war doof. Dann mache ich das eben nochmal. Können Sie mir... Das kann ich mit zwei pro Tag... Wie? Nicht ausgeht. Die Alp... So, das Ganze nochmal, weil ich habe ihn jetzt rausgerissen gehabt. Das wollte ich ja gar nicht. Ich dachte nur, ich versuch's einfach mal, ihn direkt dunkle Wolken ziehen über dir auf. Hätte ich ja wissen. Das und... Ja, ja. Glück. Der ist wohl erstmal mit... Glücklich wirst du nicht. Nein. Es ist deine Schuld. Beschäftigt. Aber du wirst nichts dagegen tun können. Und ebenso wenig für all die, die du je liebgewonnen hast. Unglück wird über dich kommen, wenn du diese Klappe berührst. Also bleibt mir eigentlich nur noch die Blume, die ich benutzen kann, während er sabbelt. Können Sie mir das mit pro aus die Alp... So, dritter Versuch. Ja, das habe ich das letzte Mal wohl vergessen, dass ich ja auch noch diese Möglichkeit habe, ihn darauf anzusprechen. Ja, das Der ist wohl glücklich. Es ist deine Schuld. Jetzt mal die Blume. Aber du wirst nichts dagegen tun können. Oh, entschuldige, Sonse. Komm her, du sattiges kleines Ding. Kass. Die Klappe ist offen und der Wahrsager ist gerade abgelenkt. Kass. Er hat ja auch das Ding noch in der Hand, die Kugel. Es hat nicht sollen sein. Oh, entschuldige, Sohn. Aber jetzt hat er die Kugel nicht in der Hand. Da muss ich irgendwas... Wenn ich ihm einfach die Flasche dann in die Hand gebe, statt die Kugel... Probier das mal, auch wenn ich nicht weiß, ob es klappt. Können Sie mir ab das kann mit Brot. Mit aus die Art. Na, Versuch Nummer 4. Dunkle. Hätte ich das Ort. Glück. Der ist wohl erst glücklich. Es ist deine Schuld. Die Blume. Aber du wirst nichts dagegen tun können. Oh, entschuldige, Sonne. Na, wirst du?
brauche ich nicht. Das klappt. Schade. Ich habe auch das Gefühl, dass das eher mit der Trommelklappe was auf sich hat. Und jetzt nicht hier die Kugel in seiner Hand, obwohl ich hätte gerne die Kugel rausgenommen aus seiner Hand und dann einfach die Flasche in seine Hand gestellt, sodass, wenn er das nächste Mal wieder hinguckt, denkt so, oh, was ist denn das? Und dann wäre er gefangen. Aber so scheint das nicht zu klappen. Okay, dann hat er die Kugel in der Hand und die Trommelklappe ist dann einfach offen. Aber warum kann ich die Flasche dann nicht da einfach reinstellen? Das hatte ich das letzte Mal ja schon probiert. Aber vielleicht klappt das erst jetzt, weil er die Kugel dann in der Hand hat. Naja, ich probiere einfach mal. Nochmal. Sie mir probieren geht über studieren. Mit zwei Brot. Die Alten. Was soll man sonst machen, außer probieren? Dunkel. Hätte ich das ja. Glück. Der ist wohl erst glücklich. Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun. Entschuldige, Sumse. Komm her, du schattiges Kleines. Warum besser nicht? Besser das wäre doch die Idee. Ja, hörst du? Kass. Besser nicht. Besser nicht. Na, wirst du? Kass. Na, wirst du? Na, wirst du? Na, wirst du? Was kann ich machen? Kass. Kass. Ach, das kann ich da rein tun. Kast und sitzt bauen. Ach so. Na, wirst du? Mhm. Und jetzt will er sie doch bestimmt zurückwerfen. Es hat nicht sollen sein. Und das geht doch jetzt nicht. Na nü, was jetzt? Ah. Und wenn ich ihn jetzt die ganze Zeit anquatsch, dann fliegen doch alle seine Kugeln hier sonst wohin, bis er keine mehr hat, oder? Können Sie mir das? Kann ich auch mit Brot. Weh? Nichts? Ausgezeichnet. Die Albe. Na, und? Dunkle. Hätte ich das Un. Ja, ja. Glück. Glücklich wirst du. Es Moment. Ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun. Das nehme ich mit. Jetzt ist die wieder es kaputt. Es wird nie wieder einen hellen Tag für dich geben. Oh, entschuldige, Sums. Jetzt wieder schnell. Den Zwerg Wurzelpreis rein. Passt und sitzt bombenfest. Eine Flasche brauche ich nicht zum Glücklichsein. Schade. Also, dass das da schon mal reinpasst, das war jetzt Zufall und das ist ganz gut. Heißt ja eigentlich, dass man immer mit den Sachen, die hier in der Umgebung sind, schon immer auskommt eigentlich. Nichts. Ich habe aber auch keine andere Kugel oder so. Und habe gerade echt Lust, hier weiter zu rätseln, aber leider ist der Part halt jetzt um. Zeit ist vorbei. Aber ich überlege gerade noch auf die Schnelle, was ich machen könnte. Ich versuche nochmal das mit der eigenen Zukunft. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Aber dann ploppt das doch jetzt wieder raus. Interessant. Hurra! Es ist eine weiße Zukunft, diese Satanse. aber jetzt ist er doch... Wie lange habe ich Zeit? Moment, und wenn ich jetzt schnell die Blume... Nein, komm, mach. Oh, entschuldige, Sumse. Und jetzt schnell das rauf. Komm her, du schattiges, kleines Ding. Trommelklappe. Und jetzt hat er keine Weiße mehr. Moment. So, die wirft er jetzt nach hinten und jetzt ist die Weiße doch weg. Es hat nicht sollen sein. Jetzt kann er sich keine positive Zukunft mehr
herbeizaubern. Ah, da liegt sie nämlich. Sehr gut. Okay, das mache ich aber im nächsten Part und freue mich, dass ich ein Stück weitergekommen bin. Bis zum nächsten Mal.